Marktbezirk. Guten Morgen. Was ist los? Nichts. Ich wurde gerade verprügelt von drei Gefangenen, aber sonst. Und es geht's mir gut. Nee, du hast mir trinken. Oh, hätte ich euch nie einfach mal trinke. Was kann ich für. Du sie auch halt zu trinken. Seht euch nur um. Billigere Preise. Nee, du hast doch keine Tränke. Mich interessieren billige Preise, ne? Wenn du keine Tränke hast. Das musst du haben, was ich will. Hauen und stechen. Also manche Namen sehr komisch, weil du nicht damit. Also ich krieg das dann nicht. Hauen und stechen zu vergolden, Giraffe, Garaffe da. Beste Verteidigung, kann da Tränke drin sein? Ich weiß es nicht. Haben die Tränke? Na. Wo gibt's jetzt Tränke? Ja, Hauen und stechen ist logisch. Ja, ein bisschen das Warenhaus. Sind hier die hier vielleicht? Was ist denn mit der Blöden denn? Was kann ich für euch tun? Lebt wohl. Hier das vielleicht Rinderstiebel da, vielleicht ja. Ist mir ein Seht euch nur um. Billigere. Oh, ey, ich will Tränke. Der hier oder was? Oh, ich muss in jeden scheiß Laden reingehen. Hätte ja nicht einfach Tränke da schreiben können, Tränke laden. Venezia Mir ist egal, wie du heißt. Junge, ich will. Seht euch vor. Ich will doch hier kein Haus kaufen. Ich will ein Getränk. Ich will Zaubertränke! Auskopf, bitte mit Maus! Bin freizeitobdachlos. Alter Schwede. Ja, mystisch, ey. Wo gibt's denn hier Tränke? Kann nicht sein. Was ist für ein scheiß Laden hier? Wie schön, euch zu sehen. Oh, schön. Kann ich nicht wiedergeben. Ich will Tränke und nicht irgendwie eine Scheiße. Herberge zum Kaufen, Mann. Ne? Was soll eine faire Chance sein? Was ist das denn, Laden? Das kann ja alles sein. Waffen. Ist das denn, Tränke? Juwelier. Nee, Juwelier nicht. Zum Futtertrug. Trug. Lager. Hier ist nie so gut wie neu. Aber was soll das für ein Laden? Das. Habt ihr etwas Ey, könnt ihr mir meine Waren an? Ja. Oh, Alter! Ich will deine Waren nicht, wenn du keine Tränke hast, du blöde Kuh. Da könnt ihr dir nicht Namen nehmen, wo man drei Handelswaren. Was soll das heißen? Kann ja alles Mögliche sein. Ich freue mich. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Du hast zwar Tränke, aber du hast keine. Auch ihr. Danke, du hast zwar Tränke, aber nicht die, die ich haben will. Du Jabi! Das bin ich. Junge, ich will mit dir nicht reden, ich hab keine Lust. Gibt's ja keine Tränke. Tränke, ganz normale Tränke will ich haben. Kann nicht sein! Was ist das für Scheißnamen hier? Was soll ich damit anfangen? Erstausgabe. Das ist ein blöder Name. Fruchtbarer Münzbau. Was soll ich mir denn da vorstellen? Es freut mich. Ja, mich auch. Wir verkaufen nur vom Besten. Junge, du verkaufst Scheiße. Das Einzige, was du verkaufst. Halt die Fresse. Oh. Wo kriege ich jetzt Tränke her? Anstatt ihr nicht mal irgendwie einen Namen habt. Was kann ich für euch? Tränke. Was haben Nein. wir denn hier? Tränke. Kann ich euch etwas von meinen Waren? Tränke, ja, wenn du Tränke hättest, ja, sonst nicht. Schönen Tag. Tränke? Ich bin Wann. Mir egal, wer du bist. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr. Das ist mir einfach nicht. Ich bin bereit zum Lehren, wenn ihr bereit zum Lernen seid. Nach
Tagen und Wochen, an denen ihr ständig schwere Rüstung getragen habt, ist diese Situation noch nicht bequem, aber immer erträglich. Ihr habt euch an Gewicht gewöhnt und ihr lernt es im Kampf einzusetzen. Als Geselle der schweren Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Plattenrüstung. Okay. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Ja. Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. Wissen ist Macht. Wissen ist der Schlüssel. Ich kann euch viel zeigen. Okay, naja, egal, ich will keine Tränke mehr. Ich mach das so. Hat sich erledigt. Na gut, dafür sind wir winden. Hallo, habt ihr schon bei Edgars Sparzauber eingekauft? Wie sind wir dafür jetzt aufgestiegen? Ist ja auch schon mal was wert. Geselle, Lehrling. Geselle, genau. Ach, nice, wir haben jetzt irgendwas. Juhu. Alter. Da findest du da keine Tränke in dem scheiß Laden, ne? Ist hier nicht zu fassen. Und dann doch diese komischen Namen wie fruchtbarer Münzbord. Was soll ich mir da vorstellen? Gartenutensilien oder was? Dass ich irgendwie Tomaten anbauen kann oder was soll, was soll man sich darunter vorstellen? Ihr werdet wohl nicht aufhören. Also. Bewegung! Ihr werdet wohl nicht aufhören, bis ihr endlich Meister seid, oder? Na gut, das blaue Team braucht so viel Ruhm, wie es kriegen kann. Nach diesem letzten Kampf dürfte dieser Gegner die reinste Erholung werden. Ein Khajiit in schwerer Kleidung, wahrscheinlich mit einem Schwert. Damit werdet ihr schon fertig. Naja, ich habe ja auch ein bisschen dazugelernt. Warte mal. Ich kriege jetzt Geld wieder rein, das ist gut. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Fast verspürt man Mitleid mit den Khajiiten des gelben Teams, ist doch der Gladiator der Blauen ein Kämpfer, den ihr kennt und liebt. Sehen wir, wie sie sich schlagen. Ja, komm. Ja. Am Mist. Oh. Du hast die Eier neben gesammelt. Das war sehr gut. Zeig mir, was ihr da habt. Hey! Oh, ich kann mich ja verbessern. Nice. Danke. So, und dann nochmal. Ihr habt dieser Katze gezeigt, wessen Krallen schärfer sind, oder? Mhm. Genau das habe ich erwartet. Hier habt ihr euer Gold. Jetzt geht euch säubern. Ihr seht grauenhaft aus. Danke, ich sehe alle aus wie du. Ich grüße euch. So, blop, 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 4, 2, 2, nice, 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 ja, geil, Leute, oh, Ich grüße euch. Nice, nice, nice.
Was ist ein Gladiator ohne Arena? Also los jetzt und schlagt ein paar Schädel ein. Ach übrigens, noch ein Kampf und ihr werdet wieder erhoben. Was wäre das denn für eine Stufe, wenn ich erhoben werde? Der Held. Okay. Dieser nächste Gegner ist ein Bretone. Er sieht ein wenig aus wie ein Stutzer, aber mit einem Schwert in der Hand ist er tödlich. Er hat mehr Erfahrung als ihr, also seid auf der Hut. Aber hoffentlich habe ich dann das, was ich erreichen wollte, dass ich dann höheres bei der Bevölkerung mehr Ruhm habe. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr habt dafür gebetet und die Kämpfer haben dafür geblutet. Für einen Aufstiegskampf mit hohem Einsatz. Wollen wir sehen, wer das Zeug dazu hat, euer neuer Held zu werden. Mhm. Ja, okay, du bist... Komm mal her. Komm her. Mehr könnt ihr also nicht? Da. Oh. Du hast zwar geblockt. Ich wärme mich gerade aus. Aber du kannst dich standhalten. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ja, das will ich auch. So. Ich habe es mir verdient. Nice. Also, es läuft gerade ja richtig gut. Grüße euch. Grüß dich auch. Mit dem Sieg über diesen Bretonen habt ihr euren Aufstieg perfekt gemacht. Boah, es ist geil. Schon lange her, dass ich das zuletzt gesagt habe. Glückwunsch, mein Held. Danke. Nur noch ein schönes Pen. Und dann gib den nächsten. Ich möchte gerne den nächsten. Ihr steht vor einer Kraftprobe mit dem besten Mitglied des gelben Teams. Asura weiß, dass ihr das beste Mitglied des blauen Teams seid. Okay. Der erste Held aus dem gelben Team. Euer erster Gegner ist ein Kaiserlicher in schwerer Kleidung. Er kämpft mit einem Akaviri-Langschwert. Mhm. Nur, dieser Typ war früher eine Klinge. Ihr wisst schon, einer von den Jungs, die den Kaiser beschützen. Er ist ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Ja, haltet also euren Kopf unten. Ich bilde ihn gleich aus, eins in die Fresse zu kriegen. Aber dann war er ja kein guter Mitarbeiter der Klinge, damit der Kaiser ist nämlich tot, also... Dann ziemlicher Loser, eigentlich. Na gut. Auch gegen Loser kämpfe ich, kein Problem. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Seht nun, wie zwei Helden in der Kampfgrube uns eine epische Schlacht bieten, die eines Liedes würdig ist. Kämpfer, beginnt! Oh, okay, ist jetzt so lange an der Arena, das hätte ich auch nicht gedacht. Hier ist ja eine halbe Stunde oder so. Aber, ja. Ja, ich verstehe, ich weiß noch, warum der Kaiser gestorben ist. Und ey, wenn mich euch Luschen beschützen müssen, dann will ich auch drauf gehen. Okay. Greifst du ja mal an, oder ist... Hast du auch so gekämpft, als du den Kaiser beschützt hast, oder? Wow. Bist du krass, Mensch. Ah.
Oh. Okay. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ja, sie sind immer nicht mal Leute von der Klinge können gegen mich antreten, ey. Gegen mich bestehen. Einen Helden der Arena zu besiegen ist eine Sache, aber ein früheres Mitglied der Klingen? Ihr müsst von den Göttlichen gesegnet sein. Ja, Junge, ich bin nicht gesegnet, ich habe aber Talent. So, okay. Ihr seid ein Held, mein Freund. Diese Menschenmenge ist nur aus einem Grund hier, um zu sehen, wie ihr das gelbe Team vernichtet. Nun gebt ihnen, was sie wollen. Bewegung! Ihr seid ein Held. Gut jetzt, Held. Der nächste Gegner ist ein Hochelfenzauberer, ein Meister in der Schule der Zerstörung. Aber wartet, es wird noch schlimmer. Er benutzt einen verzauberten Schild, den grauen Aegis, der ihm einige magische Abwehr verleiht. Eure einzige Chance ist der direkte Angriff. Drängt nach vorn und gebt ihm keine Chance, einen Zauber anzubringen. Ich will nicht eure Asche aus der Arena fegen müssen. Oh, magst du mich etwa? Bin ich dir etwa sympathisch? Na gut, das kriege ich hin. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Na, Kumpel? Klatscht in die Hände und erhebt eure Stimmen für zwei waghalsige Helden, die die Grundfesten der Arena erschüttern werden. Schließt die Tore. Ah, wollt ihr nicht sterben? Gleich könnte ich auffragen. Liegt das aber bei Zauberern? Ja. Oh, Schäfer du. Ey. Nee, geht nicht. Zeig. Was war das? Achso, ich bin gestorben. Achso. Ihr seid ein Held. Gut, jetzt. Er drängt. Ich muss noch schneller angreifen. Es war aber knapp. War knapp. Also ist machbar. Ich habe zu lange gezögert, glaube ich, ganz am Anfang. Alter.